Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder einen neuen Anruf mitgebracht und zwar die Frau Ritsch. Die hatten wir ja schon öfters am Telefon. Allerdings hat sie noch nicht mit dem Herrn Lausebengel telefoniert. Das folgt jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Lausenberger Robert? Ja. Lausebengel. Mein Name ist Martha Ritsch. Bitte? Herr Lausebengel. Lausebengel, Robert, ja. Ja. Lausebengel, mein Name ist Martha Ritsch und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Onlinehandel. Mensch, wie sie sich gefreut hat, dass er meinen Namen jetzt richtig aussprechen kann. Oh ja, okay. Sie haben gestern auf unserer Werbung registriert, deswegen rufe ich Sie an, Herr Lausenbecker. Ja, Lausebengel. Ja, Herr Lausebengel. Bengel, Lausebengel. Ja. Okay. Herr Lausebengel, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nee, da habe ich noch ja keine Erfahrung. Bitte? Da habe ich noch ja keine Erfahrung. Erfahrung mit Kryptowährung, mit Bitcoin? Nee, hab ich nicht. Okay, Herr Lausenbengel, das ist gar kein Problem. Ich bin Ihre Kontoberaterin, ja? Und meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren, okay? Oh, das ist aber schön. Bitte? Das ist aber schön. Okay, Herr Lausenbengel, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon entschieden, womit möchten Sie bei uns Ihre Konto aktivieren? Vielleicht wissen Sie das, ja? Wir haben drei verschiedene Kontotypen. Es ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro. Herr Lausebecker, Sie bekommen von unserer Seite, bitte? Nicht Becker, Lausebengel. Lausebengel. Herr Lausebengel. Ja, Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ja? Robotersystem. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja? Kauf und Verkauf eigenständig. Prima. Und sobald Sie Ihr Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem eigenen Finanzberater zuzuweisen, ja? Obwohl alles automatisch läuft, am Anfang Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, wie es läuft und wie es funktioniert, ja? Und helfen und zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können, ja? So. Und dieser Berater hat langjährige Erfahrung in diesem Bereich und weiß ganz genau, was passt jetzt auf dem Finanzmarkt. Und diese Person wird für Sie Geldmanagement-Strategie erstellt, ja? Und damit können Sie beste Ergebnisse bekommen, ja? So. In diesem Bereich. Ja, Lausenbecker. Bengel. Lausebengel. Ja. Mit 250 Euro, ja? Mindestens Tageskassel, weil es ist 250 Euro, ja? Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, ja, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit Mindeststaatskapital beginnen. Aber natürlich, ja, das ist Ihre Entscheidung, ja, womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren. Jo. Mit 250 Euro können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%, ja? Ja. Ja. Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt, ja? Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinn. Okay. Deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse, ja? Ja. Sie profitieren und wir profitieren auch. Okay. Okay, Herr Lausebengel. Ja. Lausebengel, haben Sie mir gesagt, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Wenn Sie bei uns Konto aktivieren, ja, Sie werden dieses Geld auf Ihrem Handelskonto bekommen, ja? Ja. Und können Sie sofort Handelsprozess anfangen, ja? Nach der Kontoaktivierung, ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken, ja? Unsere Website-Link, Benutzername und Passwort, ja? Wo können Sie Ihr Geld finden, ja? Das ist wieder Ihr eigenes Geld und Sie haben Kontrolle über Ihr Geld. Ja. Okay. Ja, Lausenbengel. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Da nehme ich 250 Mark. 250 Euro? Ja. Okay. Herr Lausenbengel, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Wieder Visa oder Mastercard? Benutzen Sie Kreditkarte oder Onlinebank nur? Da habe ich eine Plastikkarte. Bitte? Da habe ich eine Plastikkarte.
Mastercard haben Sie. Okay. Sitzen Sie jetzt am Computer hier in Lausenbelgen? Nein. Okay. Benutzen Sie Handy? Sie meinen das Telekommunikations-Endgerät. Bitte schön. Können Sie nicht am Computer sitzen? Doch. Okay, bitte. Okay. Soll ich jetzt den Computer anmachen? Bitte schon? Soll ich jetzt den Computer einschalten? Okay, vielleicht, weil Sie haben zu Hause Computer, ja? Sowas besitze ich, ja. Ja. Okay, schalten Sie bitte Ihren Computer ein und ich werde per E-Mail Zahlungsmethode, einmalige Zahlungsmethode schicken, womit können Sie Ihre Transaktion aktivieren, ja? Jetzt krieg ich eine E-Mail. Ja, Ihre E-Mail-Adresse ist robert.lausenbengel@gmx.net. Ja. Okay. Sie möchten Ihre Transaktion mit Mastercard aktivieren, richtig? Ja. Okay. Ja, Lausenbengel. Ich werde Sie gerade per E-Mail einmalige Zahlungsmethode schicken, okay? Prima, ja. Okay. Schalten Sie bitte Ihre Computer ein. Ja, hab ich gemacht. Es fährt jetzt das Ding. Okay. Moment. Ja. Ganz kurz. Herr Lausenbelgel, was ist Ihr Ziel, Ihre Motivation? Warum haben Sie sich bei uns registriert? Damit ich Kohle mache. Bitte? Damit ich Kohle mache. Was bedeutet das? Na, Geld. Moment. Konto. Ja, nehmen Sie sich ruhig Zeit. Jeder fängt mal an. Okay, ich werde Sie per E-Mail Zahlungsmethode schicken. Ganz kurz. Ja. Ich kann warten. Okay, ganz kurz. Mhm. Okay, ich habe Sie schon geschickt. Ja. Aktualisieren bitte Ihre E-Mail-Adresse und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm. Moment, ich guck mal rein. Okay. So, jetzt bin ich hier eingeloggt. Da aktualisieren wir mal den Krempel. Ja, Lausenbelgen, Ihre E-Mail-Adresse ist falsch, vielleicht? Nee. Robert.lausenbengel@gmx.net. Ja, genau, so sieht's aus. Bitte? So sieht's aus. Okay, diktieren Sie mir bitte. Na, ist doch richtig doch, so wie Sie das gesagt haben. Ich hab Sie schon E-Mail geschickt, aber es wurde nicht gesendet. Na, den ist doch kaputt, wenn das noch nicht gesendet wird. Okay, ich buchstabiere, ob es richtig ist, okay? R wie Rudolf. Ja. O wie Otto. Ja. B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Ja. L wie Rudolf. Ja. T wie Theodor. Ja. Punkt. Ja. L wie Ludwig. Ja. A wie Anton. Ja. O wie Ulrich. Ja. S wie Siegfried. Ja. E wie Emil. Ja. B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Ja. N wie Nordpol. Ja. G wie Gustav. Ja. E wie Emil. Ja. L wie Ludwig. Ja. At. Ja. gmx.net. Ja. Mit alle kleinen Buchstaben, oder? Ja, genau, so wie es doch steht. Aber leider ist nicht Ihre richtige E-Mail-Adresse. Natürlich, das ist meine richtige E-Mail-Adresse. Wenn nicht, dann können wir ja Ihre E-Mail-Adresse von der Rosi nehmen. Weil ich habe hier noch ein so ein Schlüpferverkauf, da können wir hier die geschäftliche Adresse nehmen. Hier, Lausenbengel. Unter dieser Nummer, benutzen Sie WhatsApp? Nee. Okay, benutzen keine WhatsApp? Doch, schon, ja. Aber das haben wir gerade gesagt, dass Sie keine WhatsApp benutzen. Doch, Sie haben mich ja gefragt. Nicht, ob ich WhatsApp benutze. Sie haben gefragt, ob ich WhatsApp unter dieser Nummer hier benutze. Und da habe ich gesagt, ja, Lausenbelgel, ja? Und per WhatsApp, ich werde Sie Zahlungsmethode schicken, ja? Ihre E-Mail-Adresse funktioniert nicht, ja? Deswegen, ich werde Sie andere E-Mail
unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp und ich werde Sie Zahlungsmittel per WhatsApp schicken. Das ist gar kein Problem. Ja, ich habe unter der Nummer kein WhatsApp. Oh Mann, da versucht sie schon so langsam ein bisschen aufdringlicher zu werden, um das zu bekommen, was er eigentlich haben will. Tja, und nochmal ganz, ganz wichtig, der Hinweis, gebt eure WhatsApp-Daten nicht raus. Wenn die eure WhatsApp-Nummer haben, dann werdet ihr überhaupt nicht mehr in Ruhe gelassen. Das Festnetztelefon kann man allenfalls vielleicht noch ausschalten und beim Handy, genauso wie auch beim Festnetz, vielleicht noch eine Rufnummer wechseln, aber wenn die dann eben auch noch euch mit SMS zuspammen, ja, dann geht der Betrug noch weiter. Und das Schlimme ist, so eine SMS kann tatsächlich auch in dem einen oder anderen Fall vielleicht sogar auch mal ein bisschen realer wirken als dieser Betrug, den wir jetzt hier wieder am Telefon haben. Die nette Tante, die wir ja jetzt hier hören, die hatten wir auf jeden Fall schon des Öfteren mal dran. Ich bin auch der Meinung, dass die mal Gabi Winter hieß. Bin ich gerade leider nicht auf, als ich sie am Telefon hatte, da nochmal drauf gekommen. Ich glaube, in einem anderen Gespräch habe ich sie mal angesprochen, ob sie nicht mal einen anderen Namen hatte. Das Ganze hat sie natürlich verneint. Aber irgendwie kennt man ja seine Betrüger hier. Bitte? Ich habe unter der Nummer kein WhatsApp. Okay, Moment. Was hier in diesem tollen Callcenter auch wieder extrem auffällt, ist, naja, die wunderschöne Musik. Außerdem hört man auch im Hintergrund wieder jede Menge weiterer Callcenter-Mitarbeiter, die gleichzeitig andere Leute am Telefon bescheißen. Das ist halt auch tatsächlich das Tragische. Über so ein Callcenter könnt ihr natürlich, je nachdem wie viele Mitarbeiter ihr habt, ja auch gleichzeitig ganz, ganz viele Kunden bzw. Betrugsopfer anrufen, um denen das Geld aus der Tasche zu locken. Tja, die Frage ist halt immer, wer darauf reinfällt. Tja, aber es gibt viele Varianten, wer darauf reinfallen könnte. Jüngere Leute, die sich vielleicht noch nicht so auskennen und naiv sind. Leute, die kein Geld haben und in Geldsorgen sind, um dann irgendwie ihr Geld zu vermehren. Und das der letzte, ja, die letzte Idee ist, womit sie sich dann irgendwie noch über Wasser halten können. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, die es geben kann. Wichtig ist, dass man sich von solchen Leuten nicht bescheißen lässt und am besten einfach auflegt, wenn man sowas am Telefon hat. Der Telefonakku ist gleich alle. Okay. Ja? Wenn Sie benutzen WhatsApp, ja? Schreiben Sie bitte Ihre Nummer, ja? Unter dieser Nummer benutzen Sie keine WhatsApp, richtig? Haben Sie alternative Nummer? Was ist denn für eine ältere Motivennummer? Bitte? Was ist denn für eine ältere Motivennummer? Herr Lausenbengel, ja? Ja. Ich habe versucht, per E-Mail unsere Zahlungsmittel zu schicken, ja? Aber Ihre E-Mail-Adresse war falsch, ja? Es wurde nicht gesendet. Aber Sie haben doch die Nummer richtig vorgelesen. Okay. Herr Lausenbengel. Okay. Diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, okay? Aber das haben Sie doch gerade gemacht. Sie haben doch nicht stimmt. Aber das ist falsch, okay. Ich überprüfe, ja, von Ihrer Seite. Ja. Und diktieren Sie mir bitte das. Weiß nicht. Aber buchstabieren Sie bitte. Was soll ich denn jetzt buchstabieren? Ja, Ihre E-Mail-Adresse. Auf meine E-Mail-Adresse. Wollen Sie aber die geschäftliche haben? Hallo? 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 Ja, wollen Sie dort die geschäftliche E-Mail-Adresse haben oder die private? Okay, private oder geschäftliche? Welches benutzen Sie am meisten? Ja, egal. Ja, meistens nehme ich die vom Büro, sie mit dem Schlipperverkauf. Okay, okay, und diktieren Sie mir bitte. Also soll ich die lange E-Mail-Adresse sagen, ja? Ist lange E-Mail-Adresse? Ja. Sehr lang. Okay.
Okay, diktieren Sie mir Adresse daran. Also doch nicht die lange. Okay. Die lange. Ja, also nehmen wir die Kurzfassung, ja? Dann nehme ich jetzt die private. Ja, also, solche Buchstaben oder solche im Ganzen sagen? Hier Lausenbengel. Lausenbengel, ja. Ich höre Sie nicht mehr. WhatsApp. Schreiben Sie mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer und ich werde Sie per E-Mail. Na, ich dachte, ich soll Ihnen die E-Mail-Adresse geben. Oder per WhatsApp schreiben. Nö. Ich habe wirklich E-Mail geschickt, aber Ihre E-Mail funktioniert nicht. Es wurde nicht gesendet, ja. Na, soll ich Ihnen jetzt nur meine E-Mail-Adresse sagen oder nicht? Okay, sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja, möchten Sie aber die Buchstaben einzeln haben oder möchten Sie das als Ganzes hören? Mit Buchstaben, bitte. Okay, dann fangen wir jetzt an, ja? Okay. Also, ein R. Bitte? Ein R. R wie Emil? Nein, ein R. R wie Rudolf? Ja. Dann okay. Kommt ein Ö. O wie Otto? Ja. Dann kommt ein S. Bitte? Ein S. F wie Fahrrad? Nein, ein S. F. Nein, ein S. F. Nee. Ein S wie Sumsum. Bitte? Ein S. Wie? Na, ein S. Ja, ich hab F geschrieben. Ein S. Nicht F. S. Soll ich die E-Mail-Adresse vielleicht lieber als Ganzes sagen? Okay, dann, okay, ich habe sie schon geschrieben. R wie Rudolf. Ja. O wie Otto. Ja. F wie. F? Nee. Ein S. Haben wir's nu? Haben Sie den Buchstaben jetzt gefunden? Ein L. Ich hab das nicht verstanden. Ja, das merk ich. Also, ich sag mal die E-Mail-Adresse als Janset, ja? Okay, ich diktiere meine E-Mail-Adresse. Es ist, Nee, ich sage Ihnen meine E-Mail-Adresse jetzt. Okay, sagen Sie mir bitte. Ja, das ist rosis-schlüpperverkauf@md-frostschutz-wein-verkoster.co. Ich gehe jetzt mir bitte das. Na, also jetzt doch wohl einzeln, mit Buchstaben. Mit Buchstaben, ja. Ja, fangen wir nochmal von vorne an, ja? Also als erstes ein R. Okay. Jo, dann kommt ein O. O wie Ulrich? Nee, ein O. O wie Otto? Ja. Dann kommt ein S. F wie? Na, ein S wie Sumsum. Was? Ich hab das nicht verstanden. Na, ein L. Wie Saftschüpse. Oder Schmodderbacke. Dann kommt ein I. Dann kommt noch ein L. Dann okay, ein Bindestrich und noch ein L. Dann Herr kommt ein C. Herr Lausenbenker. Dann kommt ein H. Herr dann kommt ein L. Moment. Sind Sie seriös, oder? Junge, Sie wollen doch meine E-Mail-Adresse haben. Aber ich habe nicht das verstanden, was Sie sagen. Herr Lausenbenker. Na, dann müssen Sie richtig hinhören. Wenn Sie benutzen, sagen Sie mir bitte, wenn Sie benutzen, WhatsApp, ich will per WhatsApp schreiben. Na, das habe ich Ihnen doch nur schon gesagt. Schieb Ihnen meine WhatsApp-Nummer nicht, das ist mein Privathandy. Herr Robert. Ja? Lausenbengel. Sagen Sie, ja, Herr Lausenbengel. Schreiben Sie mir, sagen Sie mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer und ich werde Sie per WhatsApp schreiben.
Nein, das habe ich Ihnen doch gerade eben gesagt. Das ist mir einfach damit. Ja, in diesem Fall sollen wir diese Gespräche finden, ja? Vielleicht sind Sie unseriös, oder? Nee, ich glaube, dass Sie Betrüger sind. Weil Sie ringen ja nicht auf der Kirche. Na guckt mal, da war sie dann auf einmal ganz schnell weg. Tja, buchstabieren ist nicht so ganz ihr Ding. Richtig hinhören auch nicht und Deutsch sollte sie eigentlich auch lieber sein lassen. Naja, aber das hat sie sich ja selbst ausgesucht. Also, weiß ich nicht. Augen auf bei der Berufswahl, ne? Gerade wenn man eine Fremdsprache sprechen muss, die man selber nicht mächtig ist und eigentlich nur ablesen kann. Dadurch wirken die natürlich auch meistens ein bisschen dämlicher, als sie vielleicht sogar in Wirklichkeit sind, ne? Also das weiß man ja auch alles nicht. Da könnten ja theoretisch gebildete Leute sitzen. Könnten. Ich weiß es nicht, Leute. Naja, ich hoffe, euch hat dieser ja sehr unterhaltsame Anruf wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit jede Menge weiteren Videos auf diesem Kanal. Ja, wer möchte, kann mich auch gerne auf Twitter unter ccabzocke oder auf Instagram unter callcenter_abzocke besuchen und dort vielleicht auch noch ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.